Zum Jahreswechsel muss ich mich doch nochmal melden oder will mich nochmal melden. Da ist mir doch so mehrfaches Malheur passiert. Und zwar mein Arbeitstier, der Hammer auf Mott, der hat Dauerfeuer gegeben. Mit Sicherheit durch den Taster hier oben. Taster weggeschmolzen, denke ich mal. Und somit habe ich wieder was zu basteln. Also den kann ich nicht mehr verwenden. Jetzt habe ich so auch 6 Konions über. Ja, der muss entweder überarbeitet werden. Neuer Schalter rein, wie auch immer. Habe ich wieder ein bisschen Arbeit. Würde mir aber lieber mal gern einen neuen Akkuträger bauen, der vielleicht auch mal stabiler ist. Und damit das noch nicht genug ist, habe ich mir meinen Punisher. Den habe ich mir hier aufgedrückt, weil die muss wieder neu verklebt werden. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da sieht man, ne? Holzbox ist zwar was Schönes, aber wenn die nicht verzahnt oder verzapft sind, die Eckenkanten sowie Schubladenverzahnung, sage ich mal, dann ist es nicht ganz so stabil. Aber ich markiere das ja immer. Also so lange habe ich den schon im Dauereinsatz. Seit Mai 2015. Also dafür, dass es ein mechanischer, selbstgebauter ist, denke ich, hatte seine Arbeit schon mehr als getan. Aber ich hatte das im anderen Video schon erwähnt, 26650 und 26650. E-Fest hat 26650 und Keep Power hat 26652, also fast 2 mm mehr. Und die habe ich jetzt versucht hier reinzukriegen und bupp, war die Dose geöffnet. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt arm dran bin oder so. Ich habe ja hier meine super Arbeitsbox noch. Da habe ich gar kein Datum drauf. Benutze ich ja schon seit 4 Jahren. Ein Maschinenschalter drauf, alles schon gesehen. Das Problem ist, mit den beiden Holzboxen, da wusste ich, welche Verdampfer drauf gedampft werden können und welche nicht. Weil die sind ja ungeregelt, da geht die volle Power durch. Ist hier ja auch so. Aber diese kleine mit den Konion C5, da geht gar kein Verdampfer drauf. Jetzt nur noch dieser große Tröpfler. Und da sind Spulen drauf. Weiß nicht, ob man das überhaupt noch Coils nennen kann. Und also was anderes als ein Tröpfler geht da nicht drauf. Da ist wohl ein ganz geringer Volldruck an der Box hier. Und kuckelt beim ersten Zug. Jeder andere Verdampfer kuckelt beim ersten Zug. Nur eben so ein getunter Stellar, der geht noch. Zeige ich nochmal. Also da ist Pfeffer hinter. Selbst der wird schon beim zweiten Mal wieder trocken. Also so ein geregelter Akkuträger ist vielleicht schon nicht schlecht. Ups. Ja, ich sehe auch nichts mehr. Dann habe ich ja meinen Doofpo MVV. Und der ist ja geregelt über diesen kleinen Potentiometer hier. Da kommen dann die Verdampfer drauf, die diese hohe Leistung nicht abkönnen. Da bin ich wieder. Und für die 26650er habe ich momentan nur die DFB-Box. Und die ist ja im Parallelbetrieb, also zwei 26650er parallel. Da habe ich jetzt den Tornado, E-Joy Tornado drauf. Reicht auch, aber der fährt natürlich gar nicht richtig an hier. Also kann ich euch versprechen, wenn ich was zu basteln habe, lasse ich euch das wissen. Kommt fast gar nichts raus. Muss ich mir nochmal einen anderen suchen. Aber der geht dafür. Und dann wünsche ich einen guten Rutsch. Und nicht ganz so nass. Zumindest auf der Straße. Bis zum nächsten Mal, der Lolo.